Liebe Freunde der Großen und Kleinen Bahn, hier nun zum zweiten Teil meines Berichtes von der Modellbahnmesse in Chemnitz. Nach dem Intro. Willkommen beim zweiten Teil meines Besuches auf der Modellbahnmesse in Chemnitz. Wobei sie, glaube ich, anders hieß, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Was haben wir hier? Im Prinzip ein Fremo-Arrangement, allerdings ein bisschen tiefer gelegt, na, dass es für die Besucher etwas angenehmer ist. Und was fällt uns ja auf? Hier wird Polnisch gefahren. Das Lustige daran, es waren gar keine Polen. Also ich weiß nicht, ob welche dabei waren, aber die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die kenne ich also von Fremo. Und die haben eben gesagt, ja, wir machen einfach mal was Polnisches. Und ja, das ist mal was anderes, ne? Gegenüber dem, naja, sonstigen einerlei Osten, ne? Porsche 3-4 DR. Also das, was man wirklich auf jeder fünften Anlage nicht sieht, na, das wird dann auch so ein bisschen eintönig und dann muss man sich dann doch ein bisschen auf die Landschaftsgestaltung konzentrieren als auf die Fahrzeuge, weil man halt immer wieder das Gleiche sieht. Na, das ist ja eher modern und wahrscheinlich ein paar 6 vermute ich mal und das kann sich doch von den Fahrzeugen und natürlich auch von der Gestaltung trotz der engen Module oder der schmalen Module kann sich das doch sehen lassen. Hier gibt es noch eine schöne Schmalspuranlage. Haben wir hier den Schattenbahnhof zum Verschieben. Da gibt es also keine Weichen, man schiebt also das passende Gleis dann so, dass der Zug ausfahren kann. War auch relativ dicht umlagert. Ich bin dann bloß hier so mal in irgendwelchen Lücken, weil da gerade kein Zug fuhr, zum Fotografieren gekommen. Ist auch sehr schön gestaltet. Hier ist auch noch eine Feldbahn. Das ist auch noch eine Gleissperre. Ne? Also ist mir jetzt in der Form nicht bekannt. Aber hat schon irgendeine Ähnlichkeit zu dem, was ich also auch im 3D gedruckt habe und bei mir im Steinbruch im Einsatz habe. Hier gibt es einen Modellbahnclub aus Halle. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, aber ich glaube, es war eine TT-Anlage. Wenn nicht, ihr wisst, es gibt eine Kommentarspalte. Man sieht es einfach nicht mehr im Video dann danach. Ne? Also man muss sich das im Vorbild, also vor Ort muss man sich's merken. Und dann haben wir hier, ne, Mansfelder Land. Noch eine schöne Anlage, hier auch wieder mit ziemlich strahlendem hellen Grün. Aber wie gesagt, mir ist das so vor Ort jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Aber auf dem Video sieht es schon ziemlich krass aus. Also das kann natürlich auch sein, dass das auch so ein Problem, ne, wenn man filmt, dass dann immer erst eine Nase reinguckt. Das ist mir übrigens in Chemnitz und auch in Dresden besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die Leute da anders drauf sind. In Leipzig habe ich immer so den Eindruck, wenn ich filme, dass dann auch Leute zur Seite springen, dass sie da um Himmels Willen nicht auf dem Bild sind. Und in Chemnitz und Dresden, da habe ich immer irgendwelche Nasen im Bild, die dann, wo ich filme, und dann kommt doch irgendwo noch ein Gesicht rein. Und
Liegt aber auch ein bisschen daran, dass das viel mehr gedrängt war. Schmalspuranlage Kesselsdorf haben wir jetzt hier. Die Kollegen habe ich, glaube ich, schon mal in Leipzig aufgenommen. Hat auch gerade gesehen, von wo sie kommen. Das ist also diese Anlage, das habe ich jetzt hier diesmal nicht gefilmt, wo also irgendein Hersteller war im Vorbild, der LKW-Anhänger hergestellt hat, die dann doppelt übereinander geladen wurden, was so ein bisschen komisch aussah, wo sie dann natürlich immer das Originalbild mit hatten, wenn irgendjemand das für unrealistisch empfand. So, dann haben wir hier unteres Pressnitztal. War wieder sehr viel Schmalspur, ist auch kein Wunder, wir sind hier in Sachsen. Da ist nun mal viel Schmalspurbahn noch vorhanden. Und das, was nicht mehr vorhanden war, das wurde teilweise wieder aufgebaut. Dann haben wir ja noch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich eine kanadische Anlage ist. Auf dem Wagen steht Kanada drauf. Doch ja, auf der Lok auch. Also wird es eine kanadische, eine Kleinanlage mit kanadischem Thema. Das ist so, ja, so was ganz Winziges. Ich habe gesagt, das ist eine Regalanlage, aber er hatte gleich protestiert, als ich das gesagt hatte. Seine Regale wären nicht so groß, hat er gesagt. Etwas Besonderes war auch das hier, eine Mini-Anlage in Spur N unter der Haube, was dafür gesorgt hat, dass also dort laut dem Aussteller die Fahrzeuge ein bisschen länger gefahren sind. Also normalerweise auf Ausstellungen durchhalten, also hier wird dann ein Großteil des Stabes abgehalten, ist für mich jetzt zum Film bisschen schwierig. Er hat jetzt zwar, glaube ich, angeboten, dass er halbe runternimmt, aber ja, ich bin auf einer Ausstellung und ich muss ja das so nehmen, wie es ist. Ne? Also das ist aber, ja, also war auch schön gestaltet, also kann man nicht meckern. Also es war eine schöne Anlage. Und wie gesagt, Platz ist in der kleinsten Hütte. Ja, hier, das ist, ja, was ist das jetzt hier, 0? Jetzt hier ein bisschen, leider ein bisschen überfragt. Aber hier kommt Karo Litzmer, Modellbahnclub aus Mecklenburg. Und noch ein kleiner Schwenk quer durch die Halle zu den TT-Modulfreunden, die dort noch aufgebaut hatten. Wo allerdings eben schwierig zu filmen war, weil es eben auch sehr, sehr voll war. Also das war auch dicht und lagert. Und ja, die hatten hier. Also es war, muss ich sagen, ich habe ja früher immer ein bisschen gemeckert, wenn dann hier in Leipzig auf der Messe dann die TT-Bahner waren mit ihren Modulen. Das war meistens ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier war Top-Qualität. Ja. Dann gibt es noch eine nette Winteranlage mit einer rasenden Lok. Ja, Winteranlagen sind ja nicht so meins, aber naja, es geht ja nicht nur um mich. Dann haben wir hier noch was qualitativ doch recht ansprechendes mit einem Harzbahn-Thema, wo also auch viele nette kleine Szenen drin waren, wie hier der Trabi von der Schafherde eingeschlossen. Und die entsprechenden Lokomotiven. Ich bin ja, wenn es um Harzbahn geht, dann bin ich Fan von Mallet-Lokomotiven. Weil mir das andere alles zu neumodisch ist. Hier haben wir dann nochmal eine im ursprünglichen grünen Design. Wobei das ja hier jetzt keine Länderbahnfarbe ist, ne? Sondern das war ja eine Privatbahn. Und dann haben wir hier sogar noch ein bewegtes Bild, wo eine eben solche Mallet-Lokomotive durch das Bild fährt. Hier mit schwarzer Lackierung.
Und der Gegenzug dann mit grüner Lackierung. Tja, so laut ist es auf einer Messe. Ja, das hört man kaum noch, die Dampflokschläge. Ja, bei dieser Anlage ist also da mit der Toleranz ein bisschen schwierig. Ich meine, gut, das ist nicht meine Epoche, es ist auch nicht mein Zug, es ist also so hypermodern. Also hier gibt es dann auch nicht die Diskussion nach der Devise, ja, ich fahre, was mir gefällt. Das Problem ist hier einfach mal wieder, wie ich es also im vergangenen Teil zu den Märklin M-Gleisen gesagt habe. Es ist einfach schwierig mit den Bettungsgleisen, ne? Also für mich. Das ist für Leute, die zu Hause Schwierigkeiten haben, ihre Anlage da eine vernünftige Gleisverlegung hinzukriegen. Es ist halt nicht jeder handwerklich begabt, aber in einem Verein sehe ich das irgendwie kritisch. Und wenn dann hier so, naja, alles so quadratisch praktisch gut, ne? Also immer so, ich habe eine Gerade, dann habe ich eine Kurve 90 Grad, dann geht die Gerade weiter, gut, hier im Hintergrund sieht es noch ein bisschen anders aus, aber das ist mir irgendwie, also mir gefällt es nicht. Ne? Man sollte auch im Verein sehen, dass man da was Vernünftiges hinbekommt. Und das ist mit Bettungsgleisen. Das ist so eine Kultur, die ist irgendwie aus dem Westen in den Osten geschwappt, wo ich da nicht bereit bin, mich da irgendwie, also das irgendwie gut zu finden. Ne? Also das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Denn das, wir können da gerne ein bisschen in den Kommentaren diskutieren, wenn ihr das möchtet. Und auf den Schreck, da kehren wir nochmal zurück, na, zu den Fahrzeugen früherer Epochen. Hier nochmal die Epoche 1 Anlage als Plan. Da habe ich mal noch ein paar Fahrzeuge fotografiert, die mir besonders altertümlich vorkamen. Ja, und das soll auch jetzt heute hier der Schluss des Videos und damit auch der Abschluss meines Besuches in Chemnitz sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn der ein oder andere Punkt vielleicht ein bisschen strittig war, dann können wir gerne in den Kommentaren dazu diskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.